Hey ho und willkommen zu Subnautica Below Zero. Lasst euch mit mir in die Tiefe ziehen und am besten vorher noch Abo, Like und Kommentare. Lasst uns mal in die Folge reinstarten. Viel Spaß allerseits. Nun gut, wir speichern nochmal. Und dann gehe ich das Risiko ein und gehe da mal hin. Und schneidet den Kram auf. Ost, Südost. Dann kann ich das Ding nämlich auch abhaken. Geh weg. Hier bin ich falsch. Oder auch nicht. Aber das sieht so anders aus. Verdammte Riesenvieh. Dieses verdammte Riesenvieh. Was ist das? Es kommt. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Okay, rein in die Hütte. Jetzt würde ich gerne wissen, was hier drin ist. Oh.
Fragment eines Parallelprozesses. Okay. Was habe ich da gerade eingesammelt? Kernbrennstab. Ich habe so die Befürchtung, ich sollte hier noch gar nicht sein. Bei Technik, Ausrüstung. Nein. Basisinstallation. Nein. Fahrzeuge. Ah, okay. Da kann dann was anderes andocken. Okay. Das macht ja sogar Sinn. Also eine richtige, echte Docking Station wäre schon viel cooler. Ich glaube, das da ist das, was ich gar nicht mag. Oha. Oha. Ich möchte da gerne mal reinschauen. Bis 300 kann ich ja. Hier ist nämlich auch eine Lampe. Von den guten Aliens. Das heißt doch eigentlich, dass es hier irgendwas gibt. Von den guten Aliens. Dockabteil. 2 von 3. Was ist das? Nichts. Dockabteil. Damit haben wir das Dockabteil zusammen. Das ist schön. Will ich hin? Da will ich unbedingt hin. Ich werde zwar das letzte Stück schwimmen müssen. Ich glaube, das liegt unterhalb von 300 Metern. It is both reassuring and unsettling to rediscover this site after being in storage for so long. My connection to the network grows stronger, however slightly. I hope you will continue to search for more of these. Klar mache ich mit der Suche weiter. Auch wenn mit Widerwillen. Oh, was habt ihr denn hier klar gemacht? Wieder eure ekelhaften Forschungen, die nichts Gutes bringen.
New technology acquired. Mehr ist das hier nicht. Ein Würfel und die Untersuchungsstation. Okay, das gucken wir uns dann auf jeden Fall an. Aber hier scheint halt nicht mehr zu sein. Kann ich unter 300 bleiben und hier ein bisschen weiterfahren? Leid. Warning, maximum depth reached, hull damage imminent. Was ist das? Die große Variante. Hier geht es weit runter. Interessant, aber ich komme nicht weit genug runter, glaube ich. Das muss ich theoretisch später noch mal machen, aber das wird halt nicht so einfach. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, 30 Sekunden reichen mir. Ich werde hier halt nicht wieder hinfinden. Ich muss anfangen, Bojen mitzunehmen. Seek fluid intake. Wo ist meine Base? Da ist meine Base. Was ist das? Ach wieder, das habe ich ja schon. Okay, meine Base ist in die Richtung. Irgendwie sehe ich mich schon wieder hart sterben. Das Lithium nehme ich natürlich mit. Das nehmen wir natürlich auch mit.
Wenn wir schon mal hier sind. Noch mehr Lithium, noch mehr Lithium. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ein Wickelpilz. Schön, schön. Okay, wo ist die Base da? Seek fluid intake immediately. Keine sehr vorteilhafte Gegend hier. Aber so gar nicht. Aber bin weggekommen. Jetzt dürfte ich eigentlich so ziemlich safe. Home, sweet home. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einparken. Danke. Das eine Artefakt. Wo war denn das andere? Das war doch gar nicht so weit weg. Da komme ich vielleicht sogar direkt ran. Das könnte ich vielleicht sogar auch noch machen. Was habe ich denn jetzt hier alles einstecken? Das interessiert nicht. Das interessiert nicht. Das nicht. Forschung, fremde Daten. Habe ich da eins vergessen? Wasseranalyse, Atroch. Ach, das Ding. Dieses Forschungsgerät scheint gebaut worden zu sein, um die chemischen Bestandteile und Eigenschaften von Wasserproben zu bestimmen. Mögliche Anwendung, Prüfung auf Gehalt von Kara-Erregern im Wasser. Spektroskopische Analyse. Experimentelle Anwendung von Licht, Wärme oder chemischen Verbindungen. Durch den zylindrischen Kern in der Mitte der Speicherkammer. Interessant. Da. Das ist interessant. Basierend auf der Analyse wird spekuliert, dass dieses Artefakt ein archäologisches Werkzeug zum Auffinden und Ausgraben fossiler Überreste ist. Der Hauptteil der Ausrüstung ist zwischen zwei Gleitschienen befestigt. Der Extravator sendet einen Sonarimpuls aus, der Bodendaten sammelt. Wenn der Impuls von einem möglichen versteinerten Objekt zurückprallt, beginnt der Ausgrabungsprozess. Okay. Die Arme. Was? Die Arme emittieren. Okay. Die Arme emittieren eine Reihe von Laserstrahlen und entfernen so langsam Mikroschichten des umgebenden Materials. Sobald ein Fossil entdeckt wurde, werden dieselbe sorgfältig kalibrierten Laser verwendet, um Material zu lockern und gleichzeitig das darunterliegende Fossil zu erhalten.
Fossilien können mit Hilfe von Kohlenstoffdatierung und anderen Methoden analysiert werden, um zu verstehen, wie die Umwelt vor Jahrmillionen gewesen sein könnte. Diese können mit aktuellen Daten verglichen werden, um Entwicklungen festzustellen. Okay. Also reines Archäologending. Cyclotron zerlegt Gegenstände in ihre Bestandteile. Jo. Finde ich gut. Kann ich also Zeug, wenn ich irgendwas finde und doppelt und dreifach habe, baller ich das da einfach rein und zerleg das. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. So sehr, dass ich das gerne bauen möchte. Wickelpilzstück. Ich glaube, das kann ich nicht anpflanzen. Aber wir probieren es. Okay. Was brauche ich denn dafür? Für den Recycler. Ah, hier, Parallelprozessor. Eins von drei. So, ich hätte jetzt gern. Wo haben wir denn? Da. Ein Titanbahn. Kriegen wir hin. Gleich mal noch den Metallschrott zerlegen. Okay. Ja, nicht. Ach nee. Ich bin ja doof. Damit muss ich das bauen. Da ist er. Ja. Wo hau ich den denn hin? Achso, ja, aber haben wir die Seite ja noch frei. This hybrid technology allows for the recycling of natural resource components without rinsing and sorting them into bins first. Ich bin begeistert. Quasi meine erste Alien-Technologie. Seek fluid intake. Oh. Brauchst du trinken? Vital signs stabilizing. Das ist schön. Okay, das ist sehr positiv. Ja, das Titan schmeißen wir erstmal wieder hier rein. Lithium habe ich ja auch wieder ein bisschen was mitgebracht. Ja. Nochmal ein Uran. Kernbrennstab. Kernbrennstab, sage ich mal, ist eine Art Batterie. Okay. Schön, schön, schön. Da will ich jetzt direkt mal gucken. Das kann nicht weit weg sein.
sich eigentlich irgendwie überfressen? Oder kann ich mich einfach voll ballern mit den Dingern? Ich kann mich auch einfach voll krachen da damit. Das finde ich sehr positiv. Oh, jetzt bin ich komplett voll.